Jeder Ferrari wird nur für einen Zweck gebaut: Höchstleistung. Als treibende Kraft hinter herausragenden Leistungen ist Ferrari seit den 80er Jahren die wichtigste Instanz im Renngeschäft. Der Gründer Enzo Ferrari lebte über der Werkstatt, damit er seine Autos jederzeit verbessern konnte. Auch Enzo Ferraris Hang zum Drama bleibt lebendig. Jeder Wagen kommt im bekannten Ferrari-Rot daher. Das Ferrari-Team hält die meisten wichtigen Rekorde im Grand Prix und viele weitere. Der Look und die siegreiche Geschichte machen Ferrari zur stärksten Marke der Welt, noch vor Schwergewichten wie Apple oder Samsung. Die Kombination aus Erfolg und Stil trägt auch dazu bei, dass der größte Traum von Motorsportfans weltweit der Besitz eines Ferraris ist. Und damit willkommen zurück zu Forza Motorsport 6. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass hier an der Stelle jetzt ein Text mehr auf diesen Wagen zugeschnitten kommen würde. Allerdings, wurde allgemein die Marke Ferrari jetzt behandelt. Wir sind heute mit dem 1976er Ferrari 312 T2, glaube ich, heißt er, unterwegs. Und das ist das Fahrzeug von Niki Lauda. Der ist damit in der Saison 1976 gefahren. Und damals gegen James Hunt hat er im WM-Kampf gekämpft. Und wie es ausgeht, das möchte ich euch nicht spoilern, nicht verraten für alle, die nochmal eine Dokumentation oder einen Film zu dieser Saison sehen möchten. Denn es gibt zum Beispiel einen, der heißt auch ganz einfach nur Rush. Und da sind auch Chris Hemsworth dabei und Daniel Brühl. Heißt zwei absolute Top-Schauspieler, die dann James Hunt und Niki Lauda verkörpern. Und wie gesagt, ich möchte nicht verraten, wie es 1976 ausgegangen ist. Es ist auf jeden Fall eine verdammt, verdammt, verdammt spannende Saison gewesen. Hier können wir sogar noch die Motorhaube abnehmen. Es gibt keine Informationen, auch hier nicht. Ja, Niki Lauda hatte in diesem Jahr auch seinen heftigen Unfall auf der Nordschleife und deswegen werden wir mit diesem Monstrum auch entsprechend auf der Nordschleife unterwegs sein. Es gibt auch den McLaren von James Hunt im Spiel, den würden wir uns, glaube ich, dann auch mal demnächst anschauen, wenn ihr das wollt. Und ansonsten würde ich sagen, ja, ein Ferrari, der muss rot sein, ist er, und wir belassen den beim Originalzustand. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal ein kleines Rennen und gehen damit auf die Nordschleife. Na, wo sind wir? Hier. Ich überlege gerade, die Nordschleife bei Regenbedingungen könnte man auch fahren, aber dafür ist mein Nervenkostüm nicht, krass genug. Moment, ganz kurz, der hat sogar 898 Punkte nur. Es ist schade, dass man jetzt nicht einstellen kann. Ah, Moment, klasse, 1970er Grand Prix. Ja, okay, doch, man kann es einstellen. Sehr geil, okay, wusste ich nicht. Hervorragend. Dann haben wir jetzt entsprechend 1970er Formel 1 Fahrzeuge, gegen die wir fahren. Kurz mal zwei Sachen vorweg schon mal. Zum einen habe ich meinen Xbox One Controller. Ich habe ja immer mich ein bisschen beklagt, dass ich hier mit dem Rennspielen auf der Xbox One nicht zurechtkommen würde. Wer Formel 1 guckt, weiß, auch mit Formel 1 2015 auf der Xbox One komme ich nicht so gut zurecht. Wenn ihr Probleme habt dort, dann schließt euren Controller mit dem USB-Kabel an die Xbox One an und aktualisiert euren Controller. Danach werdet ihr merken, die Analogsticks fühlen sich ja ganz schön gut an. Die fühlen sich nicht mehr so schrecklich an wie mit der Standardeinstellung und das finde ich zum Beispiel hervorragend. Mir macht es dann entsprechend jetzt sehr viel mehr Spaß mit dem Auto zu fahren in Forza als noch ohne Update. Also wie gesagt, wenn ihr Probleme habt mit den Analogsticks, wenn die euch zu sensibel sind, dann macht das. Und außerdem noch eine weitere Sache. Ich werde jetzt bald, denke ich mal, in den nächsten 2-3 Wochen anfangen, dann zweimal Forza pro Woche zu senden und werde dann Dirt Rally ins Programm mit aufnehmen.
Es ist eine Rallye-Simulation, die ist neu rausgekommen, die war eine Weile in Early Access. Jetzt ist sie halt auch entsprechend als Vollversion verfügbar und die ist auch ziemlich, ziemlich geil. Ich habe jetzt mal eine Proberunde gedreht, möchte da aber noch ein bisschen üben und bis dahin möchte ich auf jeden Fall noch Forza dreimal pro Woche beibehalten. Danach, wie gesagt, zweimal pro Woche, dreimal pro Woche wird es Formel 1 geben und zweimal pro Woche Dirt Rally. Einfach, weil ich auch ein bisschen was Neues ausprobieren möchte und darüber hinaus, möchte ich täglich Motorsport liefern. Das heißt, jeden Tag um 13 Uhr kommt eines der drei Spiele. Und jetzt starten wir, würde ich sagen, auf der Nordschleife. Es ist auch echt interessant zu sehen, wie diese Grand Prix-Fahrzeuge, die Formel-1-Fahrzeuge, sich über die Zeit verändert haben. Wie der Frontspoiler zum Beispiel ist. Beschleunigung ist auf jeden Fall schon mal sehr brachial. Wow, 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 vorsichtig, da ist einer von der Strecke abgeflogen. Schön vorsichtig erstmal anfahren. Solange das Fahrzeug einem noch unbekannt ist, solange die Strecke in Kombination mit dem Auto einem unbekannt ist. Ja, auf dieser Strecke hatte Niki Lauda dann seinen Crash, wo er auch sein Ohr verloren hat. Da hat er ziemlich lange in den Flammen gesessen im Fahrzeug. Da hat er Glück gehabt, dass nicht noch mehr passiert ist. Ja, komm. Jawohl. Jetzt ziehen wir hier nach außen. Fünften Gang. Da habe ich gerade kurz die Kontrolle verloren. War kurz auf dem Gras. Aber jetzt haben wir das Fahrzeug wieder unter Kontrolle. Ja, und ich sehe eigentlich schon ein Fahrzeug neben der Strecke da vorne. So eingeengt, wie die da alle fahren. Ja, es ist keiner neben der Strecke gewesen, aber dafür haben wir trotzdem zwei Fahrzeuge überholt. Wow, 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 wow. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Man hat hier wirklich wenig Stabilität und da ist wieder einer vorbei. Gibt es eigentlich nur Ferraris gerade? Nee, ganz vorne sind 1977er wahrscheinlich Lotus-Fahrzeuge und davor noch der McLaren. Fahrzeug verliert manchmal echt die Kontrolle. Die KI fährt aber auch so ein bisschen unter dem Optimum. Also mit ein bisschen unter dem Optimum meine ich schon deutlich. An einigen Stellen gefühlt viel zu langsam. Zum Beispiel hier. Da hätte man auch so wie ich rausbeschleunigen können und trotzdem wäre man gut durchgekommen. Und jetzt innen hier vorbeigezogen. An der Stelle kann man ganz gut überholen, wenn man sich ein Herz fasst. Wir sind wieder auf Platz 20, aber das Feld ist auch recht eng beieinander. Das heißt, wir können uns wirklich ein bisschen Zeit mit dem Überholen lassen. Auch ein bisschen Zeit lassen, dass wir der KI Raum für Fehler geben. Wir selbst haben ja auch schon einen gemacht. Aber ich muss sagen, es macht schon extrem Spaß. Es ist wirklich fordernd gerade, hier zu versuchen, die Fahrzeuge nicht zu berühren, die gegnerischen. Und dabei auch die Strecke natürlich nicht zu verlassen, keine Fehler zu machen und dieses Tempo zu halten. Auch wenn wir gerade nicht bei so einer extrem hohen Geschwindigkeit sind. Es
gibt Fahrzeuge, die da mit über 300 km/h durchheizen können, durch diese Passagen, mit neuen Formel-1-Fahrzeugen zum Beispiel. Aber das Fahrzeug ist natürlich ein bisschen schwerer zu kontrollieren als so ein neues Formel-1-Fahrzeug, was dann mit wesentlich neuerer Technik ausgestattet ist. So, hier mal zwei Fahrzeuge überholt. Ich finde auch die Rückspiegel ganz gut. Da gab es mal einen kurzen Bug vorhin, wo die Fahrzeuge schwarz angezeigt wurden. Da habe ich gedacht, was sind das jetzt für Formel-1-Wagen? Aber ansonsten sieht das schon recht gut aus. Hinter uns ist schon sogar ein McLaren. Die waren früher auch rot-weiß, deswegen sehr ungewohnt. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger, hier McLaren und Ferrari auseinanderzuhalten. Wir haben uns schon mal um eine weitere Position verbessert hier. Ach herrje, ganz kurz aufs Gras gekommen, aber es passt noch alles. Jetzt werden die anderen langsamer. Kann ich hier überholen? Jawohl. Sogar ohne Berührung. Und vor uns ist jetzt ein McLaren. Der hat 4 Endrohre, wenn ich das richtig sehe. So sehr ich die Formel 1 auch liebe, mit den ganz alten Boliden habe ich mich auch nicht wirklich beschäftigt. Deswegen kann ich da keine spezifischen Unterschiede nennen. Aber wir kommen hier wieder gut voran, jetzt schon auf Platz 14. Und da ist jetzt rechts wieder ein McLaren. Eine Besonderheit, die sieht man aber auch so. Ja, wir können einfach mal nach dem Rennen auch kurz nochmal eine Analyse machen zu den verschiedenen Fahrzeugen und zu den Unterschieden. Oh, hier ganz kurz aufs Gras gekommen, aber es passt noch, es passt noch. Wir kriegen das wirklich in den Griff, das Fahrzeug. Ja, und ich habe gerade wirklich die ganze Zeit in den Rückspiegel geguckt, weil achtet mal drauf, wie da die Farbgebung ist. Das sieht wirklich aus, als wäre das so ein ganz, ganz... Der Filter, der da drüber liegt, das sieht wirklich aus, als wäre das so eine Aufnahme aus den 70ern. Ist jetzt keine faule Ausrede, aber achtet mal wirklich drauf. Ich habe da wirklich gerade wie gebannt drauf geschaut. Das sieht ganz anders aus als im Spiel. Da sieht es halt so ein bisschen körniger aus, so ein bisschen leicht verpixelter. Ist ja klar, die sind wahrscheinlich nicht so hoch aufgelöst wie das gesamte Spiel. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Der Lotus... Er dürfte hier wahrscheinlich ein Jahr neuere Technologie haben und dadurch sehr große Vorteile haben. Hier an den McLaren kommen wir aber vielleicht, nee, doch nicht vorbei. Da hatten erst wir Windschatten, dann hatte er Windschatten, jetzt haben wir wieder Windschatten. Er ist aus dem Windschatten des Lotus rausgegangen und hier sind wir nun vorbei. Oder ganz kurz nochmal gegenlenken. Habt ihr gesehen, das Fahrzeug wollte hier nach links raus stechen, aber da haben wir es gut abgefangen beim Anbremsen. Position 7, aber ich glaube, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, denn wenn ich das richtig sehe, sind die meisten Fahrzeuge vor uns von Lotus. Und die haben sogar einen Punkt mehr im Leistungspunktebereich. Heißt wahrscheinlich nicht so viel, aber da wird sich Turn 10 wahrscheinlich schon was gedacht haben bei, wenn die das so machen. Die Modellbezeichnung ist ja auch nicht immer repräsentativ für das Jahr. Ach komm. Es gab durchaus auch Fahrzeuge, die irgendwie... Was weiß ich, also die, wo man gedacht haben könnte, okay, nehmen wir jetzt mal Lotus als Beispiel. Da steht jetzt 77, würde jeder sagen, okay, heißt der Lotus ist von 1977, aber vielleicht ist er irgendwie von 76 oder so. Kann auch gut sein, wobei ich glaube das nicht, weil, wie gesagt, 76, da waren James Hunt im McLaren und Niki Lauda im Ferrari. Die beiden WM-Konkurrenten und da war Lotus nicht so extrem stark vertreten. Aber schaut mal, was das hier ist, ey. Wheel-to-Wheel-Racing. Drei Fahrzeuge waren da gerade auf engstem Raum
nebeneinander und hintereinander. Beim Rausbeschleunigen haben wir jetzt sehr viel bessere Traktion als der Lotus gehabt. Kommen da ganz einfach vorbei. Das Fahrzeug habe ich übrigens beim letzten Stufenaufstieg gewonnen. Ich bin noch so ein bisschen in der Karriere weitergefahren und da habe ich die nächste Fahrerstufe erreicht und habe dann glücklicherweise das Teil hier gewonnen. War mir wesentlich lieber noch als 1 Million Credits. Und auch hier super rausbeschleunigt und direkt die Chance genutzt. Ja, und hier waren wir mal zu weit entfernt, um uns hier innen ranzuschleichen. Und auch der Lotus hat da die Lücke gut zugemacht. Der Mabo MAB 4x0. Das war jetzt richtig knapp. Da wurde er extrem langsam. Ich wollte dann nichts riskieren, neben ihm zu fahren. Aber ich muss sagen, ach komm ey, was macht er denn? Ich muss aber allgemein sagen, es macht schon verdammt Spaß, auch mal in Forza jetzt wieder so ein Rennen zu haben, was auf Competition ausgelegt ist und nicht mal gerade eben auf Spaß. Es ist jetzt nicht die höchste Schwierigkeitsstufe, das habe ich immer noch nicht umgestellt, aber es funktioniert. Solange es funktioniert, finde ich, ist es vollkommen in Ordnung. Wir müssen uns ja auch so ein bisschen nach vorne kämpfen innerhalb dieser 2,5-3 Runden. Und ich sehe gerade, der Benzinverbrauch reicht, also der ist nicht so hoch. Das Benzin wird reichen für 3 Runden. Und hier innen vorbeigezogen. Sehr aggressives Überholmanöver. Ne, wir müssen ja nach vorne kommen, deswegen passt es ja auch von der Schwierigkeit her, finde ich. Vielleicht hätte ich noch eine Stufe, sie um eine Stufe erhöhen können. Mittlerweile 5 Sekunden zu unserer eigenen Bestzeit gut gemacht in der letzten Runde. Das kommt nicht nur durch den Start. Es kommt größtenteils daher, weil wir aufgehalten wurden im Laufe der letzten Runde. Jetzt zwar auch, aber von etwas schnelleren Fahrzeugen. Man sieht das Feld vor allem vorne bei den vorderen Rängen. Da zerspringt es so ein bisschen. Ich muss sagen, das mit den Klassen finde ich sehr cool. Das hatte ich gar nicht gesehen, dass man da die verschiedenen Klassen einstellen kann. Und da fährt er wieder viel zu langsam. So, jetzt früh aufs Gas, mehr Traktion haben und besser rausbeschleunigen. Ja, aber der Typ ist einem da im Weg und so extrem langsam. Also an einigen Stellen muss man echt nicht bremsen, wo die bremsen. Und jetzt probieren wir in der letzten Runde gleich nochmal eine absolute Bestzeit hier zu drehen. Da werden wir keinen Verkehr haben, es sei denn, wir werden einen Fehler machen. Wir würden einen Fehler machen. Ich möchte ja nicht schon mal voraussehen, sondern halten wir es lieber im Konjunktiv. Oh, dammit. Ja, okay. Gesagt, getan. Zum Glück nicht in der schnellsten Runde, also in der nächsten Runde. Und im Moment sieht das hier zeitentechnisch ganz gut aus.
paar Momentchen haben wir, um uns das Fahrzeug mal von außen anzuschauen. Da sieht man auch den Namen von Niki Lauda. Wie er auch in die Formel 1 gekommen ist, das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Auch das wird im Film Rush, den ich übrigens sehr empfehlen kann, also wie den Senna-Film auch, kann ich auch Rush empfehlen. Der ist dann ein bisschen mehr auf Hollywood getrimmt. Senna, der Film, ist halt ein bisschen eher eine Dokumentation. Aber auf jeden Fall ist Rush immer noch ein perfekter, also nicht perfekt, aber schon ein sehr, sehr guter Film. Und der bringt dann halt auch die beiden Charaktere von James Hunt und Niki Lauda und den extremen Kontrast zwischen diesen beiden Charakteren perfekt drüber. Und darüber hinaus muss ich auch sagen, eine Sache macht der Film besonders gut. Es ist ja immer so, wenn man so einen Rivalitätenfilm schaut, wo der eine gegen den anderen antritt, dann ist man immer für einen der beiden. Zum Beispiel Rocky, da ist man eindeutig für Rocky. In dem Fall ist man aber in einer kleinen Zwickmühle, weil man findet beide sympathisch. Man findet Niki Lauda sympathisch auf seine Art, man findet James Hunt auf seine Art sympathisch und beide sind einem auf irgendeine Art auch ein bisschen unsympathisch. Also beide sind dann Charaktere mit positiven sowie negativen Seiten und man selbst muss dann halt entscheiden, wen man eher anfeuert im Kampf um den WM-Titel. Und das ist halt schon verdammt gut gemacht, muss ich echt sagen. Und auch Niki Lauda hat, glaube ich, gesagt, dass der Film das so ziemlich genau darstellt. Und jetzt, wo ich über ihn rede, muss ich ihn unbedingt auch nochmal sehen. So, da habe ich versucht, komplett ohne Bremsen durchzukommen. Hat fast funktioniert, ich musste nur ganz kurz die Bremse antippen. Hier sauber rausbeschleunigt. Und man sieht, 4 Sekunden schon mal gut gemacht. Und der Abstand, der wird gerade rasant größer. Also wäre ich nicht von ganz hinten gestartet, hätte ich hier, glaube ich, die höchste Stufe sogar genommen. Können wir uns aber auch noch für ein weiteres Mal aufheben. Ich glaube, für meinen baldigen Release-Plan wäre das aber auch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man es so machen würde. Dass man dann sagt, okay, einmal pro Woche macht man ein richtiges Rennsportrennen bei Forza und einmal pro Woche macht man entsprechend einen Fahrzeugwunsch. Oder so ein Vergleich wie bei den Nissan GT-Rs und so weiter und so fort. Wobei auch da ist es natürlich sehr, sehr mit der Motorsport-Historie verbunden, wenn man sich mal anschaut, was zum Beispiel ja, über den Nissan GT-R gesagt wurde, über die GT-R-Reihe beim Skyline. Sekunden haben wir persönlich jetzt gut gemacht. Und wir haben schon fast einen Kilometer Vorsprung. Das wird gleich noch. Ja. Jetzt auf der Geraden. Ich würde mir immer noch wünschen, dass die das reinpatchen, dass man den Zeitabstand sieht. Ist viel repräsentativer. Damit kann man Abstände viel besser einschätzen. Wenn es zum Beispiel Zeit für einen Boxenstopp ist, sagt auch keiner, du brauchst jetzt 2 Kilometer Vorsprung, um deinen Boxenstopp zu absolvieren. Sondern dann heißt es ja, dein Boxenstopp wird dich wahrscheinlich so 17, 18 Sekunden kosten. Ich
2,3 Sekunden. Und ich muss sagen, mittlerweile kommt mir die Nordschleife recht vertraut vor. Also bis jetzt, wenn ich es jetzt sage, werde ich wahrscheinlich trotzdem Fehler machen. Aber bis jetzt habe ich keinen einzigen Ausritt gehabt. Und das mit einem Fahrzeug, das ich jetzt erst in der dritten Runde fahre. Aber ansonsten habe ich bis jetzt keinen Fehler gemacht. Also keinen so großen, dass ich das daher Zeit verlieren würde. Ich bin mir sicher, dass man auch meine Zeit nochmal sehr, sehr deutlich unterbieten könnte. Hier zum Beispiel war jetzt ein Fehler, der hat so eine gute halbe Sekunde, denke ich mal, gekostet. Wenn man eine Ideallinie hier fährt, dann ist man hier trotzdem sehr viel schneller sicher noch, aber ich glaube, der erste Schritt, um auf der Nordschleife schnell zu fahren, ist überhaupt auf der Nordschleife zu Ende zu fahren. Wie das gute englische Sprichwort heißt, you have to finish first, to finish first. Du musst erst ins Ziel kommen, damit du überhaupt gewinnst. Ja, aber die Zeit wird schon sehr stark. Also wenn ich mal schaue, was wir mit den Le Mans-Fahrzeugen gefahren sind, ich glaube, so weit dahinter sind wir auch nicht, oder? Wobei, das wird schon deutlich über 6 Minuten sein. Aber jetzt 20 Sekunden Verbesserung. Also ich habe hier mein Bestes gegeben und man sieht so ein bisschen, was dabei rauskommt. Ich schau mal gleich, was für einen Abstand wir in Zeiten haben zu dem zweiten Fahrzeug. Denn dann könnte man davon ausgehend mal gucken, welche Schwierigkeitsstufe man nimmt. Wie gesagt, ich glaube, wenn man dann Fahrzeuge nimmt, die auch eher für Motorsport ausgelegt sind, dann kann ich schon mit der schwierigsten Stufe mithalten, je nach Strecke. Mit einem Formel-1-Auto in Prag würde ich wahrscheinlich nicht mithalten, aber mit einem Formel-1-Auto in Spa würde ich sicher mithalten. Und wir fahren 6 Minuten 46. Das ist so die Zeit in etwa, die der Radical hier fährt. Wir sind die zwar noch nicht ganz gefahren, aber insgesamt ist das die Zeit, die man mit dem fahren kann. So, und jetzt bitte, 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 1 Million. Ja, immerhin, 750.000. Ich dachte für einen Moment, dass es 75.000 waren, aber wow. Herstellerexpertise, 16.800 zusätzlich bekommen noch. Das ist krass und dadurch haben wir wieder 20.000 Credits erhalten. Sehr interessant. Also, das Fahrzeug ist, wenn ihr mich fragt, super, super cool. 6 Minuten 46, wir waren... Okay, die Zeit von den anderen wurde leider nicht getrackt für die letzte Runde, aber... Gehen wir mal von 7 Minuten 5 aus. Wir sind da 20 Sekunden schneller auf einer 7 Minuten langen Strecke. Ich glaube, dass ich mit dem Teil auf der Nordschleife mithalten könnte mit der höchsten Schwierigkeitsstufe. Und jetzt gucken wir uns ganz kurz nochmal die Aufzeichnung an. Hoffentlich kann ich da in den Fotomodus. Jawohl, kann ich. So. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz nach vorne. Na, nee, das sind alles Ferraris hier hinten. Und da haben wir den ersten McLaren. So, jetzt vergleichen wir mal Ferrari und McLaren. Moment, komme ich hier durch? Ich komme außen rum auf jeden Fall. Nein, ich kann nicht weiter. Doch, ich kann weiter. Nein, kann ich nicht. Warum? Warum kann ich an dieser Stelle nicht weiter? Okay, dann müssen wir es so vergleichen. Also erstmal der Frontflügel, der ist hier so, dass er von der Nase ausgehend ist. Heißt, ihr habt in der Mitte ein Stück und davon geht der Frontflügel aus. Hier ist es so, da ist der Frontflügel obendrauf geklebt. Also geklebt klingt ein bisschen blöd, aber der steht quasi obendrauf. Hier habt ihr zusätzlich noch zwei Lufteinlässe neben der Fahrerkabine. Die habt ihr bei McLaren nicht, aber bei McLaren habt ihr da oben quasi so eine Doppel-Airbox. Die habt ihr beim Ferrari nicht. Es ist interessant, wie unterschiedlich die Fahrzeuge damals waren, weil heutzutage ist es schon sehr, sehr streng reglementiert, wie die Fahrzeuge auszusehen haben. Hier hat man auch wieder Seitenlufteinlässe. Die müsste es eigentlich auch beim Ferrari geben. Ja, ganz grob. Mit einem Gitter davor, aber ansonsten gibt es die.
Und wenn man sich mal das Heck anschaut, das können wir uns jetzt anschauen, beide nebeneinander. Also es ist doch der Ferrari, der hier 4 Endrohre hat. Der McLaren hat nämlich nur 2. Und wenn man sich auch mal... Nee, da habe ich gerade was falsch gesehen. Aber es ist schon interessant. Also der Ferrari, der liegt, wenn ihr mich fragt, mit seinem Heckspoiler wesentlich höher. Kann natürlich die Perspektive sein, aber Moment. So, und... Nee, der McLaren ist auf jeden Fall wesentlich tiefer. Das ist eigentlich ganz gut. Je tiefer das Fahrzeug ist, desto niedriger der Schwerpunkt, desto besser liegt man in den Kurven. Und ansonsten, was gibt's hier noch denn zu vergleichen? Ja, der Ferrari, der hat hier so ein bisschen Kühlung, hat dann noch ein bisschen Lüftung da für die Reifen, für die Bremsen vor allem. Und das ist beim McLaren komplett offenstehend. Und was auch einen Unterschied ausmacht, das habe ich ja gar nicht gesehen gerade, die Windschutzscheibe. Die ist beim Ferrari nur marginal vorhanden. Hier beim McLaren habt ihr welche, die bis zur Seite durchgehen, komplett. Und was ist mit den Außenspiegeln? Ja, die sind ein bisschen komisch gekrümmt beim Ferrari. Ich weiß nicht, ob es beim Original genauso war. Beim McLaren sieht es wesentlich normaler aus. Und jetzt können wir leider den Lotus gerade nicht sehen. Wobei, Moment. Wir können ja ein paar Abschnitte überspringen. Oder Moment, wir können sogar zu einem der vorderen Fahrzeuge springen. So. Gehen wir mal zum Siebtplatzierten. Ich glaube, das dürfte noch ein Lotus sein. Jawohl, es ist ein Lotus. So. Jetzt ab in den Fotomodus. Der Lotus, der sieht tendenziell eher aus, hier was die Nase betrifft, wie der McLaren, der Frontflügel. Hier hat er allerdings, oh, das ist ja mal clever. Schaut mal, wir schauen mal von oben rein. Moment, User Interface ausblenden. So, da hat man quasi ein Loch, da wird wahrscheinlich hier eine kleine Öffnung, unter der Goodyear-Schrift ist eine kleine Öffnung, wo Luft durchkommt und die wird dann hier verwirbelt, wodurch ihr Abtrieb auf der Vorderachse habt zusätzlich. Kann auch sein, dass ich kompletten Humbug erzähle, aber ich gehe mal davon aus, mein semi-geübtes Auge sagt mir das so. Hier hat man wieder die Lufteinlässe, auch hier vorne die Räder freistehend. Hier habt ihr gar keine Windschutzscheibe. Wie bitte? Überhaupt gar keine? Okay. Aber ich glaube, auch hier ist das Fahrzeug etwas höher liegend. Da hinten habt ihr 2 Auspuffrohre. Und ihr habt hier wieder die Lufteinlässe, wie beim McLaren. Na, aber schon ein bisschen anders geformt. Also hier hat man... Die sehen wesentlich normaler aus als die hier beim McLaren. Die halt wie so ein umgedrehtes L aussehen. So, und wenn man sich das Auto mal von der Höhe anschaut... Ach, das ist ein wunderschönes Bild, ne? Ich finde es gerade so schön. Also der McLaren sieht schon mega, mega geil aus. So, ganz kurz. Es ist halt auch schwierig jetzt, die Fahrzeughöhe einzufangen. Ich mach's mal so. Okay, mit der Zoom-Einstellung. Es ist schwierig, das abzuschätzen. Verdammt. Der Heckflügel, wie hoch ist der? Ich mach's mal so. Moment. Wir schauen mal von hinten, wann die beiden Reifen die Seiten berühren. Ich gehe mal davon aus, dass die in etwa gleich breit sind, die Fahrzeuge. So. Na, wie viel Luft haben wir da noch? Einiges. So, und jetzt machen wir dasselbe nochmal bei McLaren. Ich weiß, das ist alles sehr, sehr grob gehalten, aber man kann es halt auch kaum... präziser machen. So. Ein bisschen raus, ein bisschen rein. So. Ich glaube, der McLaren ist mit Abstand das tiefste Fahrzeug. Ja, schon. Also schon. Wenn man jetzt mal schaut, wie viel Platz oben übrig ist, da ist halt beim McLaren schon viel, viel mehr Platz übrig. Moment. So korrigieren.
Da ist bei McLaren schon ein bisschen mehr Platz übrig. Also die haben damals schon auf ein sehr flaches Fahrzeug gesetzt und das ist gar nicht mal so unklug. Und ich muss echt sagen, das sieht schon hammergeil aus. Also dieses Fahrzeug ist der Hammer. Auch der Ferrari, den wir gefahren sind, das Fahrzeug von Niki Lauda und auch der Lotus. Ja, schon sehr, sehr geil. Gut, ich würde sagen, für heute genug die 70er Jahre Formel 1 Fahrzeuge gelobt. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Dann werde ich mich wieder einem Fahrzeugwunsch, denke ich mal, widmen, auf den ich auch ziemlich Bock habe. Und auch dahinter steckt eine ziemlich lange Geschichte. Vielleicht nicht unbedingt im Motorsport-Sinne, aber auf jeden Fall allgemein schon. Also, haut rein, Leute.